Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Zoe und im heutigen Video möchte ich mit euch über meinen Lesemonat Mai sprechen. Ich bin etwas spät dran, ich hatte nur 2 Wochen Pause und ehrlich gesagt möchte ich gerne über die Bücher reden, die ich auch gelesen habe, weil da einige gute Bücher dabei waren und auch ein paar nicht so gute. Aber generell war Mai ein wirklich sehr guter Lesemonat für mich. Fangen wir erstmal mit so den Statistiken an und so, hätte ich jetzt mal gesagt. Und zwar habe ich im Monat Mai 15 Bücher gelesen, was so um die rum 5673 Seiten waren. Meine durchschnittliche Bewertung für den ganzen Monat war 3,87, was wirklich sehr gut ist im Vergleich jetzt zu den anderen Monaten, die ich hatte. Ich hatte 2 Bücher, die ich nicht beendet habe. Ich habe keinen 1-Stern gehabt. Ich habe 1, 2 Sterne und dann kommen 3, 4 und 5 Sterne. Und ich denke, ich fange einfach mal an zu erzählen. Und ich denke, ich beginne mal mit meinen DNFs, also die Bücher, die ich halt abgebrochen habe. Und zwar ist das erste, war ein Rezensionsexemplar, das ich bekommen habe. Eine hodenlose Frechheit von Ida von Wegen. Ich muss sagen, das war ein bisschen meine Schuld, dass ich das Buch abgebrochen habe und es nicht so genossen habe. Ich dachte, das ist ein Buch über Feminismus. Ist es auch? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Und zwar dreht sich das Buch hauptsächlich um Dating, also vor allem erfolgreiche Frauen, die hoch studiert sind. Also zum Beispiel Anwältinnen sind oder Ärztinnen und so weiter. Also die halt eine sehr hohe Bildung haben. Und warum die Probleme haben, einen Mann zu finden oder warum das Dating so schwierig ist. Das Ding ist, ich date nicht. Also ich habe einen Freund, ich habe einen Partner, schon seit mehreren Jahren. Also ich bin überhaupt nicht in dieser Dating-Bubble drinnen. Kann er nicht ganz genau sagen, ohne dass ihr 180 Seiten lesen müsst, um euch zu verraten, wieso erfolgreiche Frauen eher Probleme haben. Beziehungsweise ich möchte das umschreiben und nicht mal sagen, erfolgreiche Frauen, die jetzt nur hochstudiert sind und Arzt, Anwältin und so weiter sind, sondern allgemein Frauen, die stark sind, kann ich sehr gut sagen, warum Männer die nicht daten wollen. Das ist nämlich, weil Männer, ich weiß nicht alle, okay, aber ignorieren wir mal, jetzt gehen wir mal auf die Arsche, okay, gehen wir mal auf die Arschlöcher von den ganzen Nationen. Und Männer möchten gerne die Stärkeren in der Beziehung sein, ne? Und manche mögen es halt einfach nicht so gerne, dass Frauen auch erfolgreicher sein können als sie. Und deswegen daten die lieber Menschen, Frauen, die unter ihnen stehen, weil es einfacher ist, diese zu unterdrücken. Ich habe das Buch aber nicht bewertet, ich habe das abgebrochen, ich habe auch meine Gründe dazu geschrieben, einfach, dass es für mich komplett am Thema vorbeigegangen ist, was ich persönlich erwartet habe. Das aber nicht das Problem ist, das war meine eigene Schuld, weil ich mir das nicht gut genug durchgelesen habe. Ich habe dem keine Sternebewertung gegeben, ich habe nur geschrieben, ich habe es abgebrochen, aus den und den Gründen, ne? Aber ich glaube sicher, dass es einigen da draußen vielleicht helfen möchte. Ich weiß es nicht. Das zweite Buch, das ich abgebrochen habe, war Dating Dr. Dill von Nisha Sharma. Da hat auch irgendwie ein bisschen die Feministin mir rausgesprochen. Wir haben hier eine Frau, die aus Indien kommt, die ist aber schon, ich glaube, sogar geboren in den USA und aufgewachsen. Auf jeden Fall heiratet ihre kleine Schwester und die ist auch etwas beliebt in der Familie. Sie ist eher immer die Vergessene. Ihre Großmutter möchte wieder zurück nach Indien gehen. Ihr Vater möchte gerne ihr Elternhaus verkaufen und sie erfährt halt erst relativ knapp davon, wenn der Rest der Familie schon davon wusste. Sie ist eine Anwältin, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Und die hat eine neue Position bekommen, in der sie zwar nicht so viel Geld verdient, aber das halt eben genau für ihre Zukunftspläne halt genau ein passender Job ist. Und sie möchte jetzt gerne das Elternhaus kaufen, damit es halt nicht aus der Hand fällt, wo halt die ganze Familie sie halt dafür auslacht, was ich ein bisschen scheiße fand, aber okay. Und sie bittet ihren Vater darum, dass sie doch das Geld für die Hochzeit bekommt, das sie eigentlich haben sollte, was sie gesagt hat. Da wird nie irgendeine Hochzeit stattfinden. Gib mir das Geld, damit ich das Haus kaufen kann und ich einfach eine Bleibe habe. Und der Vater sagt, nein, das gibt's nur, wenn du heiratest. Und dann entschließt sie sich dann eben dazu,
sich einen Verlobten zu suchen und zu heiraten. Beziehungsweise ich glaube, es geht auch eher an Fake-Dating. Ja, da habe ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es weitergeht, weil ich habe das ehrlich gesagt nach 2 Kapiteln dann schon abgebrochen. Einfach weil ich, weiß ich nicht, ich konnte mit der Geschichte nichts anfangen, weil man einfach jetzt diese junge Frau dazu, die ist Anfang 30, dazu überredet hat, irgendwas zu machen. Bloß damit sie halt ihr Elternhaus, in dem sie aufgewachsen ist, wo ihre Mutter drin gelebt hat, die verstorben ist, dass sie das behalten konnte, bloß weil ihre Familie so scheiße ist. Und deswegen habe ich es abgebrochen, weil vielleicht hast du ein gutes Happy Ending, aber nachdem ich ein paar Rezensionen gelesen habe, glaube ich, dass viele die Sachen geschrieben haben, die mich persönlich auch gestört hätten. Deswegen habe ich das Buch abgebrochen, ich habe denen auch keine Sternebewertung gegeben. Ich sage nur, dass ich die angefangen habe, ich habe sie abgebrochen aus den Gründen. Ich habe denen keine einen Stern oder so gegeben, ich habe das einfach nicht bewertet. Weil das nicht fair dem Buch gegenüber wäre, wenn ich es schon nach 2 Kapiteln abbreche und dann auch noch eine 1-Sterne-Bewertung gebe dafür, dass ich das Buch gar nicht zu Ende gelesen habe. Dann habe ich ein Buch gelesen, das war für den Asian Readathon, den ich beigetreten bin. Der wurde von Read with Cindy gehostet, also den macht sie halt jedes Jahr. Mein einziger 2-Stern war Wie ein leuchtender Stern. Man muss sagen, da war das eine Kombination aus der Thematik in dem Buch und das Versprechen auf der Beschreibung vom Buch. Es geht in dem Buch um Shadi. Shadi lebt in den USA in einer kleinen Stadt, kurz nach dem Terroranschlag im September 2001, 11. September 2001. Genau. Und sie ist eben eine Muslima und sie lebt da halt und muss sich sehr viele rassistische Kommentare anhören, weil sie auch eben ein Kopftuch und so weiter trägt. Da und sie geht gerade durch eine sehr lange Zeit, also man kriegt verschiedene schwierige Themen an den Kopf geworfen und ich sage das wirklich so, an den Kopf geworfen. Wir reden hier über Depressionen, Angststörungen, Selbstverletzung, Suizidversuche, Gedanken über Suizid, Tod von geliebten Menschen, Mobbing, Rassismus und so weiter und so fort. Also die Liste würde immer weitergehen und weitergehen. Und mein Problem war, dass die Versprechen war, dass man dieses Buch liest und sie halt keine Perspektive hat, Shadi, aber sie am Ende theoretisch realisiert, dass ihr Name Shadi Freude bedeutet und dass alles halt irgendwie ein gutes Ende hat. Und das Problem war, dass das halt eben nicht eingetreten ist. Man hat halt viele, man liest diese ganzen Mist, durch den Shadi geht und das ist auch heftige Themen und das ist auch traurig. Und ich habe echt gehofft, dass es für Shadi halt irgendwie ein besseres Ende hat. Aber dieses Buch ist das perfekte Beispiel dafür, warum ich YA oder Contemporary allgemein nicht so gerne lese, weil man eben nur diesen Teil aus einem Leben mitbekommt, aber diese ganze Lösung am Ende für wie etwas besser werden könnte, halt nicht mitbekommt. Oder größtenteils nicht mitbekommt. Es gibt auch Bücher draußen, wo man eben den Weg dann sieht. Und das Ding ist, ich erwarte jetzt nicht, dass alles davon gelöst ist, weil die Probleme, die hier besprochen werden, sind, das sind jahrelange Probleme, die sich angestaut haben und die nicht durch ein 200-Seiten-Buch weggehen werden. Das, was wahrscheinlich Shadi braucht, ist jahrelange Therapie, genauso wie der Rest ihrer Familie. Und man kann keinen jahrzehntelangen Prozess in dieses Buch mit einbauen. Aber zu versprechen, dass sie am Ende realisiert, dass der Name Freude bedeutet, ist einfach nur vollkommen falsch vermarktet, weil das eben nicht eintritt. Also erwartet nicht, dass da irgendwie ein gutes Outcome am Ende ist, weil da ist keins. Beziehungsweise es war ein gutes Outcome, aber für mich persönlich reicht das nicht aus. Das ist für mich kein gut genuger Grund, als ein gutes Outcome zu sein, weil damit ist nur ein Problem gelöst, aber die ganzen anderen, und das war das kleinste Problem, was ich gelöst habe, das war wirklich das kleinste Problem, was ich am Ende gelöst habe, weil die ganzen anderen, die großen Sachen, die bestehen immer noch. Und das Ding ist, wenn ich das als Teenagerin gelesen hätte, dann hätte ich persönlich erwartet, dass es keinerlei Hoffnung für solche Probleme gibt. Jetzt als Erwachsene, nachdem ich auch durch einen Prozess durchgegangen bin, was zum Beispiel Therapiesuche angeht und so weiter,
das ist in Deutschland scheiße, das ist in den USA scheiße. Und ich bin mir auch zu 100% sicher, dass es 2003, okay, spielt nicht direkt nach dem Terroranschlag, sondern 2 Jahre später, aber dass es da auch noch beschissener war. Und es ist halt einfach ein jahrelanger Prozess und diese Sachen kann man nicht auf einmal lösen. Aber die Versprechen haben halt nicht mitgehalten und es ist auch schwierig, solche Sachen halt eben zu versprechen, dass das halt am Ende gut sein wird. Das war eigentlich das Thema, warum ich denen dann 2 Sterne gegeben habe, wegen den schwierigen Themen von der psychischen Gesundheit. Dann gehen wir mal zu meinen 3 Sternen. Da habe ich ein paar. Also das erste ist Before the Coffee Gets Cold von Toshikazu Kobaguchi. Und in der Geschichte, also die Basisgeschichte ist, dass es ein Café gibt und wenn man im Café auf einem speziellen Sitz sitzt, kann man eben zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit reisen und dort dann mit einem geliebten Menschen oder irgendeinem Menschen, den man halt persönlich kennt, reden, wenn man halt weiß, dass er zu diesem Zeitpunkt halt eben auch mal irgendwann mal in einem Café war. Und dann kann man mit dem reden. Und der einzige Haken an der ganzen Sache ist, dass man währenddessen einen Kaffee trinken muss und der muss leer sein, bevor er kalt geworden ist. Weil sonst bleibt man auf diesem Sitz sitzen und kommt nicht weg, bis die nächste Person nicht schnell genug den Kaffee austrinkt und dann halt eben diesen Platz einnimmt. Und man verfolgt dann eben in der Geschichte 4 Menschen. Also es gibt dann 4 Kurzgeschichten. Die erste ist halt hauptsächlich das zu erklären und so weiter. Und die einzigen 2 Geschichten, die mir wirklich ans Herz gegangen sind, war vor allem die 2. Geschichte und die 4. Die 1. und die 3. die waren für mich so fraglich, weil es alles Geschichten waren oder Gründe, die lösbar gewesen wären. Also man kann das Ganze auch nur einmal machen. Also das heißt, diese Personen, mit denen man gesprochen hat, mit denen hätte man im realen Leben auch nochmal sprechen können und vielleicht Dinge klären können. Also das war jetzt nicht aus der Welt. Man hat die Menschen nie wieder gesehen. Das wäre noch eine realistische Chance gewesen, dass die sich nochmal getroffen hätten. Und ja, deswegen mochte ich das allgemein jetzt nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht die Personen aus der 2. und der 4. Geschichte einfach, dass die Hauptgeschichten waren. Schon die 2 auch und dann halt einfach mehr zu denen geschrieben, mehr vielleicht Hintergrundgedanken, vielleicht noch ein bisschen so was aus der Vergangenheit, wie die sich kennengelernt haben, Kindheit und sowas war oder also solche Sachen, weil die 1. und die 3. Geschichte, die waren so meh. Und ja, deswegen habe ich dem Buch dann letztendlich 3 Sterne gegeben. Übrigens kann man nichts an der Vergangenheit ändern, also wenn die sich dann mit einer Person da treffen, man kann nichts mehr ändern, man kann nur miteinander reden, aber egal was man sagt, es verändert nicht die Zukunft. Also das, was geschehen ist, ist geschehen. Man kann es nicht rückgängig machen. Deswegen hat es mich umso mehr gestört, dass sie halt es dafür verschwendet haben. Dann ein weiterer 3 Sterne ist zum einen Book Lovers von Emily Henry. Das ist das neueste Buch von Emily Henry. Ist auch einer meiner Lieblingsautoren. Ich mochte wirklich Beach Read und People Meet on Vacation. Book Lovers ist so ein Buch, das für mich persönlich ziemlich flach gefallen ist. Mein Hauptpunkt, ich habe da so drei Themen, die mich am meisten gestört haben, die für mich auch das Leserlebnis etwas eingeschränkt haben. Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Das Buch war gemarktet, dass die Nora, der Hauptcharakter, und Charlie, die männliche Liebesinteresse in der Geschichte, eben Rivalen sind, Enemies to Lovers. Das Ding ist, ich habe das einfach nur abgekauft, weil erstens, wie sehr Enemies to Lovers kannst du sein in einem Liebesbuch, in einem Romance-Buch. Das zweite ist, Nora arbeitet als Agent für Autoren. Also sie ist diejenige, die halt das erste Kapitel für Licht liest und dann das Buch an Verlage verkauft. Das ist ihr Job. Charlie, die männliche Liebesinteresse, ist ein Editor. Das heißt, er liest das finale Buch und schreibt dann dazu, okay, kannst du das nochmal anders formulieren? Können wir das vielleicht rausschneiden? Können wir das vielleicht umsetzen? Können wir das und das? Also er liest das finale Buch, beziehungsweise nicht das ganze finale Buch, und bearbeitet das und sendet es dann zurück an den Autoren, dass der das Buch nochmal überarbeitet oder die reden dann darüber. Das heißt, die beiden, Nora und Charlie,
arbeiten nicht mal im gleichen Beruf, die arbeiten in der gleichen Branche. Aber das endet schon. Ich meine, die sind keine Rivalen, die werden von zwei verschiedenen Leuten bezahlt, die arbeiten nicht in der gleichen Firma, die bewerben sich nicht auf den gleichen Job. Der eine ist Editor, die andere ist Agent. Das heißt, die beiden haben, abgesehen davon, dass die beiden vielleicht miteinander kommunizieren, damit die mit dem Autor noch kommunizieren, was man vielleicht besser machen könnte, da endet auch schon deren ganzen Kommunikation. Die beiden arbeiten noch nicht mal mit demselben Autor zusammen. Durch dieses Buch dann schon, aber davor halt nicht. Also deswegen fand ich dieses Wort Rivalen etwas hochgestochen, weil das war es nicht so. Es waren halt einfach zwei Menschen, die eine blöde erste Begegnung hatten und da hat die ganze Kommunikation schon geendet. Und auch von der ersten Konversation, die man mit den beiden erlebt hat, wirkte das auch nicht so, als würden die beiden sich hassen. Die haben einfach bloß ein blödes erste Treffen gehabt, aber das macht die beiden nicht zu Rivalen. Okay, dann Punkt 2 ist Libby. Libby ist die kleine Schwester von Nora und darum dreht sich es eigentlich in der Hauptgeschichte, dass die beiden halt eben, Nora und Libby, zusammen in Urlaub machen und die dann eben nach Sunshine Falls gehen, North Carolina, wo zum Beispiel auch Charlie ist. Aber okay, und die beiden sind halt eben dort und erleben halt Dinge zusammen. Und ich fand Libby als Person ziemlich nervig. Die ganze Geschichte auch zwischen Libby und Nora war auch das, was mich am meisten gestört hat. Weil das alles Dinge gewesen wäre, die man durch eine normale Konversation, längere normale Konversation, vielleicht früher hätte lösen können, ohne dass es so eskaliert ist. Und das Buch ist, das dritte Punkt, das Buch ist kein Liebesroman. Das ist auch ein Contemporary-Buch für mich, was es für mich ein bisschen traurig macht, weil ich halt eigentlich was... Also ich bin jetzt prinzipiell auch nicht böse darum, dass das Buch so ist, wie es ist. Ich hätte nur was anderes erwartet. Andere drei Sterne war Skyward von Brandon Sanderson. Das ist ein Sci-Fi-Buch und ich bin normalerweise kein... Ich lese normalerweise kein Sci-Fi, überhaupt nicht. Also wirklich, das ist das Genre, das ich als letztes lesen würde. Mit eines der letzten. Und das ist ein Jugend-Sci-Fi-Roman. Und ich habe ihm letztendlich 3 Sterne gegeben. Ich mochte das Buch prinzipiell wirklich gerne. Also es geht da um Spencer, sie möchte gerne ein Pilot werden. Sie lebt in der Zukunft. Also ist die Erde an sich, wie auf der wir gerade leben, die gab es auch mal. Bloß die Menschen mussten von der Erde halt eben fliehen, weil sie wahrscheinlich zerstört ist, weil wir einfach scheiß Menschen sind, die innerhalb weniger Jahrzehnte es geschafft haben, diesen fucking Planeten, der schon seit Millionen von Jahren existiert, in den grundlegendsten Grundmauern zu zerstören und alle Ressourcen aufzubrauchen, bloß weil wir einfach zu gierig für alles sind. Okay. Auf jeden Fall mussten die Frieden leben jetzt auf einem anderen Planeten und die haben da halt eben einen Krieg mit irgendeiner anderen Spezies, die halt auf einem anderen Planeten lebt. Und die müssen dann halt eben, haben die so eine, so Piloten, die halt eben zur Abwehr dienen. Und die möchte gerne ein Pilot davon werden. Und ihr Vater war aber anscheinend ein Betrüger, der halt eben die anderen verraten hat. Und man verfolgt jetzt Spencer in dem Buch, wie sie zum einen selbst ein Pilot wird und damit ihre halt ihre Probleme hat, weil sie nicht so akzeptiert wird wie die anderen wegen der Geschichte mit ihrem Vater. Und das andere ist halt eben, dass man auch versucht herauszufinden, was denn damals wirklich passiert ist, dass angeblich Spencers Vater einem eben als Betrüger eben bezeichnet wird. Und das Ding ist, Brandon Sanderson ist ja bekannt dafür, dass er dicke Bücher schreibt, große Bücher. Und ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, dass er teilweise versucht hat, die ganze Information auf die Seiten zu pressen, was man normalerweise über 800 Seiten erstreckt hätte, was für mich das ein bisschen schwierig gemacht hat, das Ganze zu lesen, einfach weil das für mich sich teilweise zu sehr gestreckt hat. Persönlich aber fand ich am Ende trotzdem gut. Ich mochte die Geschichte sehr gerne. Ich habe auch die anderen Bücher alle schon da. Ich habe Starside, Cytonic, also Band 2, Band 3 da, auch die Kurzgeschichten. Und ich möchte auf jeden Fall die Geschichte weiterlesen. Es war bloß ein bisschen ein schwieriger Start, aber ich glaube, wenn man jetzt diese ganzen Informationen hat, die man braucht, wird Band 2 und Band 3 sehr viel interessanter werden. Das erste Buch, was ich 4 Sterne gegeben habe, war Does My Body Offend You von Mayra Cuevas und Marie McQuart. Und zwar geht es da um Malena und Ruby. Malena ist von Puerto Rico. Da gab es einen Hurricane, ihr ganzes Zuhause wurde zerstört und sie musste jetzt nach Florida gehen, wo auch der Rest ihrer Familie wohnt. Also sie kommt von Puerto Rico und ein Teil ihrer Familie lebt halt eben in Florida. Und dort geht sie jetzt zur Schule. Sie hat einen schrecklichen Sonnenbrand
Und wenn sie enge Klamotten getragen hätte, hätte halt eben dieser Sonnenbrand sich aufgelöst und hätte halt Schmerzen gemacht. Und weil sie eben schon so viel Schule verpasst hat, hat sie sich dazu entschlossen, kein BH in der Schule zu tragen, eben wegen diesem Sonnenbrand. Wieso erzähle ich das jetzt so? Weil das der Hauptplot der Geschichte ist. Auf jeden Fall wird sie zur Direktorin gebeten und sie kriegt eben Nachsitzen, weil sie halt eben kein BH getragen hat und damit gegen die Schulregel verstößt, wie man sich zu kleiden hat. Und dann kommt Ruby ins Spiel, das ist hier dieses weiße Mädchen. Die ist eine Feministin und sie hat die Anweisungen der Schule mehrmals durchgelesen und hat dann eben mal gesagt, das, was sie dir gesagt haben, stimmt nicht. Da steht nicht so explizit da, dass man einen BH tragen muss. Und die beiden starten zusammen eine Rebellion in der Schule. Und es war sehr lustig, die ganze Geschichte zu... Nicht wirklich lustig, aber das Buch, das war so großartig. Ich weiß... mir hat letztendlich ein bisschen was gefehlt, deswegen ich ihm keine 5 Sterne gegeben habe. Aber einfach die ganze Power von all den Mädchen zu sehen, wie sie alle für sich selbst eingestanden haben, war einfach fantastisch zu sehen. The Ivory Key ist auch ein Buch, das ich gelesen habe. Das war auch für den Asian Readathon. Das Buch ist eine Special Edition, deswegen der blaue Schnitt. Das kam zusammen mit dem Dissolving Kingdom in einer... Dissolving Kingdom... In einer Ludwig Crate Box, das Wolfen Kingdom habe ich schon gelesen. Und der Ivory Key lag eben dabei und ich habe das jetzt für den Asian Readathon gelesen. Und zwar geht es da um 4 Geschwister, die halt eben, denen eben dieses Königreich gehört. Und alle 4 Geschwister können nicht unterschiedlicher sein. Die haben verschiedenste Interessen, wirklich von Verbrechern zu Königinnen und so weiter. Und die alle 4 zusammen gehen zusammen auf einen Weg, um halt eben den Ivory Key zu finden. Jeder aber mit unterschiedlichen Hintergedanken, warum die diesen Schlüssel haben wollen. Man verfolgt jetzt eben der Geschichte. Man hat in diesem Buch mehrere Perspektiven aus, aber trotz allem, dass da so viel drin vorkam, war das nicht überwältigend und man hat sich nicht überfordert gefühlt mit den ganzen Perspektiven, sondern es war alles stimmig, es hat alles Sinn gemacht. Und ich konnte es auf jeden Fall sehr genießen, das zu lesen. Das Audiobuch war übrigens auch großartig, weil erstens ist es auf BookBeat. Das ist keine Werbung, ich bezahle für BookBeat selber. Aber das war auf jeden Fall auf BookBeat zu finden. Und ich fand es auch gut, dass es für jeden Charakter eine eigene Stimme gab. Oder zumindest, wenn ich mich recht entsinne, für jeden Fall für die männlichen und weiblichen Stimmen verschiedene. Einen weiblichen Sprecher und einen männlichen Sprecher. Sodass man halt auch unterscheiden konnte beim Audiobuch, weil man jetzt ein Mann spricht und man eine Frau. Genau, ich mochte auf jeden Fall das Buch sehr gerne und ich möchte auf jeden Fall den zweiten Teil, der glaube ich noch dieses Jahr rauskommt, dann auch lesen. Dann das nächste Buch, was 4 Sterne von mir bekommen hat, schön, dass du da hinschaust, ist Lonely Hearts von Mona Kasten. Das ist das neueste Mona Kasten Buch. Und wenn ich euch sage, dass ich aufgeregt war wegen diesem Buch, dann kann es gar nicht genug beschreiben, wie aufgeregt ich war. Endlich ein neues Mona Kasten Buch. Und zwar geht es da drin, ich habe übrigens die Special Tisch. Auf jeden Fall geht es da um Rosie. Sie hat eine Web-Radio-Show, wo sie eigentlich hauptsächlich über Musik redet, weil Musik einfach ihr Herz ist. Sie liebt Musik und ihre Lieblingsband ist Scarlet Luck. Scarlet Luck ist die Band, die sie schon vor Jahren entdeckt hat, als sie ihr erstes YouTube-Video hochgeladen haben von einem Cover. Also das hat Scarlet Luck hochgeladen. Und da war sie halt ein großer Fan davon und ihr größter Traum war es, irgendwann mal Scarlet Luck zu interviewen. Und diese Chance kriegt sie in dem Buch. Und durch einen blöden Zufall erlebt man, durch ein blödes Missgeschick ist halt eben die Band super sauer auf sie und verschwindet. Und das Ganze ist ja live übertragen worden, deswegen weiß auch das ganze Internet, was vorgekommen ist. Und jeder hasst jetzt vor sie eben. Und diese ganze Internet-Hate, den sie abbekommen, kriegt Scarlet Luck auch mit. Und die versuchen jetzt Rosie eben zu helfen, dass sie eben nicht mehr so die Böse ist. Und deswegen laden halt Scarlet Luck sie auf ein Konzert ein, wo sie zusammen auch ein Foto machen. Und das Ganze ist auch so, dass sie dann eben Adam, den Drummer der Band, eben näher kennenlernt. Und dann entsteht halt eben zwischen den beiden etwas. Übrigens alles hier auf dem Buchtitel, okay, also kommt nicht zu mir und beschwert euch, dass ich irgendwas jetzt gespoilt habe.
ich muss sagen, das war ein leichter, es war wirklich leicht zu lesen. Ich habe Mona Kasten ist einfach konstant mit ihrem Schreibstil, was jetzt für mich persönlich ist, jetzt nicht böses gemeint ist oder so, sondern ich mag ihren Schreibstil wirklich sehr gerne, weil sie einfach flüssig schreibt. Alles hat eine gute Verbindung miteinander, es zieht sich ein roter Faden durch. Man liest es einfach und man versteht einfach, was sie jetzt genau damit meint. Und es macht aber auch unglaublich Spaß, das einfach in einem Rutsch durchzulesen. Also ich persönlich kann es zumindest mit ihren Büchern. Dann diese ganze Liebesgeschichte. Ich muss sagen, ich fand es schön, wieder mal so eine Story zu lesen. Und ich dachte mir erst, oh, das wird aber ganz schön kitschig. Aber wenn man das schon angefangen hat zu lesen, hat man schon gemerkt, dass gerade bei Adam sehr viel etwas im Dunklen, im Argen ist. Und ich bin echt gespannt, dadurch, dass es ja ein Zweiteiler ist. Und ich muss echt sagen, normalerweise, oder ich glaube zumindest Zweiteiler, aber es ist auch eine Trilogie. Also ich bin mir sicher, dass es nur ein Zweiteiler ist, eine Duologie. Und ich glaube, ich habe das hier noch nie erwähnt, aber ich kann es gleich mal nochmal sagen. Ich habe es mal, glaube ich, mal irgendwann mal erwähnt. Ich bin eigentlich kein großer Fan davon, wenn Liebesgeschichten von zwei Personen über mehrere Bücher gezogen werden. Ich mag es viel lieber, wenn man in einem Buch eine abgeschlossene Geschichte bekommt und dann ist, wenn es eine Serie ist, hat Mona Kasten übrigens auch so gemacht, dass es vielleicht dann um die beste Freundin geht oder den besten Freund oder um die eine Person, die mal erwähnt worden ist und dass sich dann halt eben durchzieht, dass jedes Buch von einer anderen Person handelt, aber man im Buch noch mitbekommt, was bei dem ersten Paar vielleicht passiert. Und ich bin aber jetzt, glaube ich, in dem Punkt für Lonely Hearts nicht mal böse drum, dass es halt eben mehrere Teile geben wird über Rosie und Adam, weil ich auch glaube, dass gerade Adams Geschichte die mehreren Seiten braucht, um richtig erzählt zu werden. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Buch. Ich hoffe, es kommt bald raus. Ich weiß, es kam erst raus, also aber ich freue mich trotzdem, das nächste Buch zu lesen. Machen wir damit weiter. Habe ich The Assassin's Bed gelesen. Das ist die Vorgeschichte von Selena aus der Throne of Glass Serie. In Assassin's Bed gibt es mehrere Kurzgeschichten, 5 Stück an der Zahl, die von Selena erzählen, von ihrer Geschichte, die sie zu der Person haben werden lassen, die sie geworden ist, die wir aus ersten Band von Throne of Glass kennen. Ich lese das im Moment wieder. Ich habe das schon mal ursprünglich gelesen, vor all den Jahren, wo es mal rausgekommen ist. Ich glaube, auf die deutsche Fassung, ich glaube, es war 2016, 15 müsste es gewesen sein, wo ich das Buch das letzte Mal gelesen habe. Also schon gute 7 Jahre ist das jetzt her. Wow. Und ich habe ihm damals 4 Sterne gegeben. Ich bin bei meiner 4 Sterne Bewertung geblieben. Ich finde es ein großartiges Buch. Ich habe es tatsächlich nicht vorher gelesen. Ich hab die Bücher so gelesen, wie sie erschienen sind. Das heißt, ich habe auch The Assassin's Blade gelesen, nachdem schon der 3. Band, glaube ich, auf Deutsch erschienen ist. Das war auf jeden Fall, bevor Tower of Dawn übersetzt worden ist in Kingdom of Ash. Also, ich glaube, das habe ich nach Königin der Finsternis gelesen. Danach kam dann die Sturmbezwingerin, der verwundete Krieger und Herrscherin über Asche und Zorn heraus. Also ich glaube, ich muss das dazwischen gelesen haben. Und ich persönlich mochte die Leseart sehr gut, weil man einfach nochmal ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen hat, auch gerade für die Schutzgeschichten. Jetzt nicht unbedingt, warum Selena so geworden ist, warum sie geworden ist, sondern auch, weil Charaktere drin vorkommen, die dann eine wichtige Rolle in den letzten 3 Bändern spielen, die auch nochmal eine auch sehr große Rolle teilweise haben. Also nicht nur so Side-Charaktere sind, sondern teilweise auch Hauptrollen sind. Und deswegen mochte ich das sehr gerne und ich freue mich auf jeden Fall, die anderen Bücher auch wieder zu lesen. A The Girl Who Fell Beneath the Sea von XEO, das war ein Buchclub-Pick von Throne of Pages. Und ich muss sagen, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, auf welcher Mythologie oder sonst es irgendwas besteht. Ich weiß, dass es auf jeden Fall irgendwas davon ist. Es ist auf jeden Fall Retelling. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um Mina. Mina lebt in einem Land, das sehr viele Naturunglücke hat, also durch Hurricanes und so weiter. Und ihr Volk und sie glauben an den Seegott. Und dieser Seegott ist halt eben nicht mehr da. Und deswegen gibt jedes Jahr ihr Land
eine auserwähltes Mädchen eben an den See, das dann als eben die Braut des Seegottes sein soll. Und in dem Jahr, wo das Buch spielt, ist die Seebraut Shim Seong. Und Minas Bruder ist halt eben, wenn sie verliebt und so, als Mina das realisiert, stürzt sich Mina selbst in den See und fällt und ist eben eine selbsternannte Seegottbraut. Das war als die Braut. Das ist schwierig auszusprechen. Das Buch war ist sehr kurz. Es ist auch groß beschrieben. Es hat sich wirklich sehr schnell lesen lassen. Ich mochte es sehr gerne. Es hat mir in dem Moment, wo ich es gelesen habe, genau das gegeben, was ich gebraucht habe. Es ist ein YA Fantasy. Ich habe schon öfters mal über das Genre YA Fantasy gelästert. War ein großer Fan davon, aber älter ich werde, merke ich, dass sich halt ständig irgendwas wiederholt und ich das nicht mehr mag. Aber das hier war mal wieder erfrischend. Es hat mir was Neues gegeben. Ich wollte mehr über diese Welt erfahren, weil es einfach mal so was anderes war, dann unter der Welt zu leben mit den ganzen Geistern, Spirits, die halt da waren. Und ich mochte es sehr gerne. Dann habe ich noch ein paar E-Books gehabt oder Audiobooks. Das erste war Zerschlagene Krone von Victoria Abbeyard. Das ist das letzte Buch in der Roten Königin-Serie. Beziehungsweise das ist eher so ein Zusatzbuch. Also es ist nicht direkt ein Teil der vier Hauptbücher. Und in der Zerschlagenen Krone liest man halt hauptsächlich darüber so historische Berichte, wie eben das Land, in dem mehr Kerle und so weiter leben, zu dem Land geworden ist, was es halt jetzt eben ist, zu dem Königreich, wie die anderen Länder drumherum halt eben auch entstanden sind, auf welchen Ursprungsländern die Länder bestehen und was halt eben da zum Beispiel dazu geführt hat, dass das überhaupt alles so passiert ist, ursprünglich mal. Also das passiert ja in der realen Welt, das ist auf der Erde und durch die Naturkatastrophen und Atomkriege und so weiter ist halt eben dazu entstanden, dass halt Länder im Krieg waren und dadurch halt eben die Welt neu geformt hat. Und dann liest man noch ein paar Kurzgeschichten, zum einen über die Mutter von Cal, wie sie den Vater von Cal kennengelernt hat, wie die Cal dann groß aufgewachsen ist und so weiter. Man erlebt noch Kurzgeschichten über Sean, den Bruder von Mare, über seine Zeit am Anfang, von der man ja nichts mitbekommen hat, sondern nur am Rande was gelesen hat. Oder auch dann am Ende, was für mich dann die meiste an der Geschichte rausgehauen hat, wo es darum geht, was nach dem vierten Buch passiert. Also man endet mit dem vierten Buch in einem offenen Ende, man weiß nicht genau, okay, wie geht es jetzt weiter. Und das thematisiert jetzt eben die Zerschlagene Krone. Und man liest dann eben zwei Kurzgeschichten, wie es weitergeht. Und das mochte ich auf jeden Fall sehr gerne. Hat mir nochmal so einen guten Abschluss zur Serie gegeben. Dann habe ich noch, was habe ich schon gesagt, Aftershocks gelesen. Aftershocks ist der 9.1 Band von der Icepin Barbarian Serie von Ruby Dixon. Ich gehe jetzt gar nicht so ein großartiges Detail ein, was es genau in diesem Buch geht, weil es einfach nur ein großer Spoiler wäre, da im 9. Teil tatsächlich etwas passiert, was den weiteren Verlauf der Bücher jetzt beeinträchtigen wird oder was es in der Veränderung macht. Und es wäre ein großer Spoiler, deswegen werde ich jetzt darüber nicht so genau reden. Und man hat dann eben in der Geschichte wieder zwei Kapitel bekommen, die auf jeden Fall mir wieder so reingebracht haben in die Icepin Barbarian Serie. Und ich freue mich auf jeden Fall, die Serie wieder weiterzulesen. Ich mag sie auf jeden Fall sehr gerne, sonst würde ich ja nicht so viele Bücher lesen. Und das letzte Federband, das Vier-Sterne-Buch, das ich bekommen gelesen habe, ist Faking Benefits. Und in Faking Benefits geht es um Lila. Sie ist ein sie hat ein Unterwäsche-Label und ihr Ziel, sie hat eben mal 5-Jahres-Pläne und sie möchte halt jetzt eben bald heiraten, laut ihrem 5-Jahres-Plan. Aber sie hat noch keinen Partner und sie hat Probleme, einen Partner zu finden. Deshalb sucht sie die Hilfe bei ihren Nachbarn, die eine Dreier-WG haben. Also es sind drei Männer, die auch zusammen einen Online-Podcast haben, wo sie Dating-Tipps geben, obwohl sie selber nicht in einer Beziehung sind.
Ja, ich habe auch erstmal komisch geschaut, aber an sich geben die keinen Real Miss von sich, muss ich echt sagen. Und die machen das zu viert als Projekt daraus, dass die sich zu viert fake daten. Und dann halt eben leider halt mit denen dieser Kerle auf ein Date geht und die dann eben herausfinden, was das Problem an leider ist. Und in diesem ganzen Prozess entstehen halt Gefühle und ja, man liest das halt. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Es war lustig, es war traurig auch. Und ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt, das Buch zu lesen. Und kann es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Und dann kommen wir noch zu guter Letzt zu meinen letzten 3 5 Sternen. Das erste 3-Sterne-Buch, das ich hatte, war ein Buch, das ich vom BookTok kannte. Und es war Die 7 Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Das war ein Rezensionsexemplar, das ich bekommen habe. Und ich habe auf jeden Fall, als ich das begonnen habe, hatte ich überhaupt keine großartige Erwartung. Ich dachte wirklich nicht, dass die jetzt, ja, ich mag das nicht, ne? Weil wieso soll ich irgendein BookTok-Buch mögen, das mir empfohlen wird? Und ich hatte auch ehrlich gesagt, muss ich dann schon ziemlich lachen darüber, als ich das angefangen habe zu lesen, weil Evelyn Hugo ist eine Schauspielerin, die ist, die hat Oscars gewonnen, die hat einen großartigen Film mitgespielt und das Einzige, für was sie wirklich bekannt ist bei allen, ist, dass sie halt eben 7-mal verheiratet war. Und das pisst mich immer ein bisschen an, wenn halt die Erfolge von Frauen kleingeredet werden, anhand des, was zum Beispiel der Mann für eine Leistung hat in der Beziehung. Oder halt zum Beispiel in dem Fall, dass sie halt mit 7 Männern verheiratet war. Das ist genauso, das würde man Elizabeth Tyler auch nur auf das reduzieren, dass sie halt, glaube ich, 9-mal verheiratet war und nicht auf ihre schauspielliche Erfolge, die sie eigentlich in ihrem Leben hatte. Aber okay. Und man liest halt eben eine Geschichte von einer Journalistin, die jetzt eben ein Interview mit Evelyn Hugo führt und Evelyn Hugo berichtet ihr von allen 7 Ehen. Wieso sie 7-mal verheiratet hat, was die Gründe für die Ehe waren, was in den Ehen passiert ist. Einfach bloß, damit die Welt die Wahrheit erfährt, was hinter Evelyn Hugo steckt. Dass sie nicht nur einfach irgendwo ein Blondchen war, das sich 7-mal hat verheiratet lassen und es erfolgreich war, sondern dass es auch gute Gründe dafür gab, warum sie 7-mal verheiratet war. Und gerade diese Geschichte damit zu hören oder auch zu wissen, wie die Geschichte in den 60ern, 70ern, 80ern war, muss ich sagen, hat es mir einfach sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Storys zu lesen. Und es war auf jeden Fall traurig und als dann Plots kamen, auch überraschend und es hat dann noch mehr Spaß gemacht, die Geschichte zu lesen. Ja, auf jeden Fall bin ich froh, dass Evelyn Hugo das Ende bekommen hat, das sie auch wollte. Habe ich 5 Sterne gegeben. Dann habe ich letztendlich dann noch Der Fluch der Titanen gelesen. Das war der letzte Band, der dritte Band der Percy Jackson Serie. Ich mochte das Buch sehr gerne. Ich habe das sehr schnell lesen können. Das war, ich finde für mich persönlich, glaube ich, dass das eines der Bücher ist, die zu einem großen Plot in der ganzen Percy Jackson Reihe geführt haben. Weil ich habe ehrlich gesagt vieles davon schon am Anfang erraten können, aber ich war was sehr begeistert davon, was eben in der Geschichte passiert ist. Mochte ich sehr gerne, deswegen habe ich ihm 5 Sterne gegeben. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, das war auch mein erstes Buch, das ich im Mai fertig gelesen habe und auch 5 Sterne gegeben habe, ist The War of Two Queens. Ich habe 2 Editionen, einmal Paperback, einmal Hardcover. Ich habe tatsächlich nur beides, weil ich nämlich aus Versehen, ich habe nämlich erst das Hardcover vorbestellt, das hatte ja dann lieber Schwierigkeiten, wenn ich das mitbekommen habe. Dann habe ich mir das Paperback geholt, ich habe auch vergessen, dass ich immer noch die Hardcover bestellt hatte. Und es kam halt jetzt eben an, aber ehrlich gesagt werde ich das auch nicht zurückgeben. It's stunning. Also in der vom Laden Ash Serie fange ich erstmal damit an, weil ich werde jetzt auch gleich über Spoilers reden, weil ich das anders nicht machen kann. In vom Land Ash geht es um Poppy. Sie ist die Auserwählte, die das Land retten soll. Keiner darf sie anfassen, keiner darf sie ansehen. Niemand darf mit ihr sprechen. Und dann kommt Hawk, ihr neuer Wächter. Und die beiden hauen ab. Und auf jeden Fall nimmt dann die Geschichte ihren Lauf mit der Begegnung mit Hawk.
Mehr kann ich nicht sagen, weil alles andere wären Spoiler, wenn ihr es bis jetzt noch nicht wusstet. Auf jeden Fall, The War of the Queens ist der vierte und letzte Band. Nicht der letzte Band, aber der neueste Band von Jennifer Armstrong, der in der Formel-Daten-Elch-Serie entstanden ist. Und um dieses Buch gab es sehr viel Diskussion, hauptsächlich negative, was auch dazu geführt hat, dass man Jennifer Armstrong, die Autorin, halt eben Todeswünsche gesendet hat, dass man sie aufs Übelste beleidigt hat, weil eine bestimmte Szene in dem Buch passiert ist. Darauf komme ich gleich noch, aber ja, ich habe dann das Buch angefangen zu lesen. Ich habe versucht, erstmal diese ganze negative Meinung auszublenden. Einfach weil ich zum einen noch nicht gespoilert werden wollte für das Buch, weil das tatsächlich eine Serie ist, die mir am Herzen liegt und die ich auch gerne mögen würde. Und dann, als ich dann doch nicht mehr drum herum gekommen bin, bin ich mal aufs Detail eingegangen, was die Leute so gestört hat. Darüber werde ich gleich reden, das ist bloß ein massiver Spoiler, deswegen möchte ich jetzt erst erzählen, warum. Aber das Buch hat mir prinzipiell gefallen. Ich mag auch Poppys charakterliche Entwicklung, die über die Bücher passiert ist. Ich finde sie großartig. Ich freue mich echt drauf, wie es weitergeht. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das Buch heißt doch The War of the Queens. Also, da ist ein bisschen ein Spoiler mit dran. Aber okay, das Ding ist, jetzt kommen wir zu einem Spoiler, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, wenn ihr es noch lesen wollt, euch nicht spoilern lassen wollt. Und beziehungsweise wenn ihr euch spoilern lassen möchtet und ihr wissen möchtet, über was ich jetzt eigentlich genau rede, bleibt dran, wenn nicht, springt zum Ende, zum Auto und oder ihr könnt hier schon gehen, je nachdem. Aber jetzt gehen wir zum Spoiler. Und zwar, das Problem vieler Leute war eine bestimmte Szene, die geschrieben worden ist. Eine Szene, die schon seit Mitte von Burton Ash, dem ersten Buch, erwähnt worden ist. Dass es sowas gibt, nämlich The Joining. Ich weiß jetzt nicht, wie der deutsche Begriff dafür ist, weil ich die Bücher nur auf Englisch gelesen habe. Aber es gibt einfach The Joining, wo dann eben verschiedene, wo halt drei verschiedene Leute oder mehrere, je nachdem, die Zahl ist unterschiedlich, sich eben miteinander vereinigen in einer Blutschwur und die dann ihre Kräfte teilen. Und das hat Castiel, ich sage jetzt auch bewusst Castiel an dem Punkt, hat das eben Poppy erzählt und Poppy hat dieses wahrgenommen und hat genauer gefragt, wie das funktioniert. In der Formbladen Ash wurde es mal erwähnt, aber ich glaube zumindest mal, auf jeden Fall wurde es näher in Kingdom of Flesh and Fire diskutiert, genauso in The Crown of Bilboans wurde es sehr oft erwähnt. Das heißt, wir haben 2,5 Bücher, in denen es öfters mal angesprochen wird. Meine Erwartung dafür, dass es in The War of the Queens passiert, war jetzt ziemlich hoch, weil alles andere hätte mich enttäuscht, wenn wir nicht diese Szene endlich mal bekommen hätten, nachdem sie so oft darüber geredet hat. Und Jennifer Armstrong ist keine Person, die irgendwas andeutet und es dann nicht macht, wenn sie irgendwas drüber schreibt, dann passiert es auch. Es war in all ihren anderen Büchern bis jetzt auch so. Ich habe, was sieht sie nicht, aber ich hab fast alle Bücher von ihr bis jetzt gelesen, die es gibt. Ich habe fast, weil ich, das ist nicht ganz stimmt. Auf jeden Fall haben sich viele darüber aufgeregt online, dass Poppy Castiel mit Kieran betrogen hat. Kieran ist der beste Freund von Castiel. Dann bin ich zu dieser bestimmten Szene gekommen, was denn jetzt der Punkt war. Und nur für die Leute, die vielleicht noch nie in einer Beziehung waren oder sich das auch schwer vorstellen können. Aber für mich persönlich ist es kein Betrug, wenn ich jetzt Poppy wäre, hier würde mein Mann stehen, Ehemann, Castiel, hier Kieran, der beste Freund. Wenn wir alle drei anwesend sind, während die beiden, wir beiden miteinander Geschlechtsverkehr haben und mein Mann direkt neben mir steht und dem Ganzen zugestimmt hat, dass es in Ordnung für ihn ist, dass es Teil von diesem Ritual ist und dass es für alle Beteiligten okay ist, dass das, was jetzt hier passiert, für alle Beteiligten in Ordnung ist, dann ist das für mich meiner Meinung nach kein Betrug. Betrug wäre, wenn mein Mann irgendwo daheim sitzen würde und denken würde, ich wäre gerade auf Arbeit und ich schlafe heimlich mit seinem besten Freund, ohne irgendwas zu sagen, dann ist es natürlich Betrug. Oder ich küsse ihn oder was weiß ich was. Aber es gab keinen Punkt in dem Buch, wo Poppy nicht ehrlich zu Castiel gewesen wäre oder auch zum Beispiel Castiel gesagt hat, du Castiel, ich liebe dich, du bist mein Mann, ich gehe in den Krieg für dich, aber ich habe auch Gefühle gegenüber Kieran, deinem besten Freund. Und Castiel hat diese Information aufgenommen, gespeichert und gesagt, das ist in Ordnung so. Du darfst das gerne fühlen, ich habe damit kein Problem.
es gab keinen Punkt in dieser Dreierkonstellation, wo sich irgendjemand in irgendeiner Weise unwohl gefühlt hat oder nicht einem irgendwas dazu zugestimmt hat, was in diesem Buch passiert ist. Deswegen Todeswünsche an Jennifer Armstrong zu schicken, ist niemals in Ordnung. Man sollte niemals jemanden Todeswünsche senden. Aber vor allem nicht, wenn es überhaupt keinen Grund dazu gibt. Ja, okay, das hat sich jetzt ein bisschen uns selbst aufgehoben. Aber ich hoffe, ihr versteht auch, was ich hinaus möchte. Werdet erwachsen und kommt mal auf euer Leben klar, ja. Diese Konzentration nennt sich ein Dreier-Konsent. Ja, erstmal Zustimmigkeit, beide haben dem zugestimmt. Das nennt sich Dreier, falls euch das nicht bewusst ist, aber es gibt auch Menschen da draußen, Paare, die gerne Dreier haben, mit einer anderen Person, mit einer dritten Person. Dafür gibt es Begriffe, das ist nichts Neues, das nennt sich Dreier-Threesome im Englischen, ja. Und es gibt auch sowas, das nennt sich Polyamor, ja. Es gibt Menschen da draußen, die leben in Beziehungen mit mehreren Menschen. Das heißt, die haben nicht nur einen festen Partner, sondern die leben in einer polygamen Beziehung. Das, sowas gibt es. Dafür gibt es sogar eine extra Flagge in der LGBTQIA+-Community. Das ist ein Teil dieser Community. Und das ist ein Teil der Gesellschaft. Werdet bitte erwachsen. Das war alles, was ich im Monat Mai gelesen habe. Sagt mir einfach mal, wie viel ihr gelesen habt oder was ihr so gelesen habt. Beziehungsweise, was ist euer Lieblingsbuch? Das ist eher das Wichtigste. Was war euer Lieblingsbuch? Erzählt mir das. Und sonst hoffe ich, dass ihr einen schönen Mai hattet, einen schönen Juni bis jetzt. Ich hoffe, euch bringt die Hitze genauso um wie mich, weil es ist, was ich weiß, oder schwül besser gesagt, deswegen trage ich auch kein Make-up, weil es schwimmt eh nur weg. Und dann sehe ich euch das nächste Mal wieder. Tschüss!